So, willkommen zurück zur nächsten Folge Dark Souls als Mage. Herzlich willkommen zu Dark Souls Remastered. Wir sind weiter auf unserem Weg nach oben, zurück aus den Katakomben. Der Weg ist weiterhin sehr anstrengend. Ciao. Aber ich glaube, wir sind guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir haben es actually... Guck mal, wie lang sich der Weg nach unten angefühlt hat. Und wir haben es einfach... Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich wieder draußen. Ich finde es so faszinierend bei Dark Souls, wenn du irgendwo, in Anführungszeichen, das erste Mal langläufst im jeweiligen Run. Wie anstrengend das ist. Und es fühlt sich an, als wärst du gerade 6 Stunden da langgelaufen. Und du bist in 5 Minuten wieder zurückgelaufen, aber den Weg. Wie lang war das jetzt von unten bis hier hoch? 7 Minuten? Und wir sind einfach jetzt fast wieder am Feuerbandschrein. Oh ne, bitte lass mich... Nein, bitte, 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 bitte. Oh Gott sei Dank. Crazy. Tageslicht. Tageslicht! Oh, das war so schlimm da unten. War so schlimm da unten, Junge. Gott sei Dank. Und wir müssen unbedingt zum Schmied. Wir müssen unbedingt unsere Rüstung reparieren. So, da ist das Feuer aus. Scheiße. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Schmied und dann gehen wir, glaube ich... Boah, was machen wir dann? Dann gehen wir, glaube ich, nach Takeshis Castle. Das wird auch... Oh mein Gott, das wird auch so ein Tilter, ne? Takeshis Castle wird auch ganz, 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 ganz schlimm. Vor allem, wenn du die Titanit-Dämonen da im Untergrund besiegen willst, dann kannst du auch locker mal, glaube ich, 50 Tode da reinrechnen. Oh, gute Idee, Mario. Cheers. Aber alles, was normal in einem Spieldurchlauf erreichbar ist, wird gerne mitgenommen. Genau, sehe ich genauso. Also ich will schon jedes Geheimnis lüften und jedes Item aufsammeln, das ich irgendwo finde. Und also das möchte ich schon immer alles machen. Aber dass ich jetzt irgendwie das Game auf Zwang 5-mal durchzocke, weil ich 5 verschiedene Enten brauche und was weiß ich was, hier eine Waffe, die ich nie spielen werde, auf plus 15 verbessere, einfach nur, damit ich eine Blitzwaffe auf plus 15 habe und das auf dem. Ah, nee, feiere ich nicht so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gehen jetzt essen. Wünsche Ihnen guten Appetit. So. Dann, was machen wir? Haben wir das entfacht hier, das Bonfire? Das ist entfacht, okay. Dann würde ich, glaube ich, weil das wird, glaube ich, das... Ups, das wollte ich nicht. Das wird, glaube ich, das letzte Bonfire für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Ich bin irgendwie dumm. Ich bin total in der Nintendo-Controller-Tastenbelegung drin. Ich glaube, ich brauche noch eine Menschlichkeit. Haben wir das jetzt nicht... Das war... Ach so, das war noch gar nicht entfacht. Das bedeutet, ich brauche noch 2-mal Menschlichkeit. So, wir haben jetzt Pinwheel besiegt. Das bedeutet, wir können die Bonfire jetzt entfachen auf plus 20. Das heißt, wir haben 20 Estus-Flakons.
Und ich bin am Überlegen, wie viele Feuerhüterinnen kennen wir denn mittlerweile? Wir haben die am Feuerbandschrein, die ist aber leider tot. Und wir haben Quelaks Schwester. Weil wir haben eine Feuerhüterseele. Ich werde aber einen Teufel tun, jetzt nach fucking Schandstadt zu rennen, um unseren Estus-Flask zu verbessern. Junge, wie teuer! Oh mein fucking Gott, Alter. What the fuck? Aber wir haben auch ewig keine Rüstung mehr repariert. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, und dann geht's ab nach Takeshis Castle, Junge. Aber mit dem Ort hier verbinde ich auch ganz, ganz, ganz schlimme Erinnerungen. So, dann locken wir die hier erstmal zu uns. Schlangenschwert. Junge, wir machen einfach kein Damage, ne? Also, dafür, dass wir 40 Intelligenz haben, war der Damage echt schwach gegen die. Aber vielleicht sind die auch einfach irgendwie so hier Magie-immun oder irgendwas. Das ist so bodenlos hier. Das ist so bodenlos. Okay. Okay, okay, okay. Was machen wir? Ich überlege, eigentlich können wir die ersten von denen skippen. Also die zwei können wir auf jeden Fall skippen. Die interessieren mich eigentlich gar nicht. Die haben auch absolut keinen Mehrwert. Nein, 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 nein. Oh. Okay, das ist nicht so wild. Hier wollte ich sowieso hin. Oh shit, das war nicht der Plan. Oh mein Gott, Junge. Oh, wer ist er denn?
Okay, das ist jetzt doch ein Problem. So, am meisten nerven mich natürlich die Mages da oben. Aber die haben nicht die Range. Die treffen mich hier nicht. Das ist gut. Kletter bitte. Danke. So, okay. Darunter wollte ich sowieso, aber nicht auf diese Art und Weise. Das war jetzt relativ unschön. Ja, klar. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Jetzt beginnt's halt. Dass wir die nicht mal mehr staggern, ne? Wenn wir die mit unserem Stock schlagen. Das juckt die halt null. So. Hallo, Kumpel. Oh, fuck. Keine Ahnung mehr, was der eigentlich kann. Ah, nicht viel. Okay. So. Und das war der Penner, der unten das Tor aufgemacht hat, nachdem wir beide Glocken geläutet haben. Fun Fact am Rande. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe reingebracht und jetzt können wir hier unten aufräumen. So, jetzt können wir uns... Ah, das war dumm. Bitte nicht springen. Genau das solltest du nicht tun. Ja, okay. So, zu denen brauchen wir einfach nur einen gesunden Abstand. Also da unten hast du halt einfach die Problematik, du kannst nicht rollen, weil du in diesem schwarzen Sumpf stehst. Du kannst nicht sprinten oder irgendwas, weil du halt in dieser Plörre stehst. Und du bist da unten und musst diese Titanit-Dämonen fighten. Was relativ unschön ist. So, einmal. Sind die mir vorhin auch schon hinterhergesprungen? Also er ja. Aber der Mage glaube ich nicht. Oh, der Steinboy kommt schon wieder. Aber der kommt er da durch? Nee, kommt er nicht.
Easy Cheese, oder? Easy Cheese, würde ich sagen. Alter, wie viel Damage wir machen. Aber warte mal, wenn wir ihn eh cheesen, dann können wir auch den anderen Seelenpfeil nehmen, ne? Dann können wir auch den kleinen nehmen. Nice! So stelle ich mir das nämlich vor. Sehr schön. So, einmal meine Seelen zurückholen. Der da oben schießt immer noch Blitze auf uns, ist mir aber relativ egal. So, können wir den vielleicht auch hierher schießen? Weiß selber, selber Gedankengang, aber halt aus der anderen Richtung. Oh mein Gott, ist das dein fucking Ernst? Kann der hier reinspringen, ist die Frage. Ja, natürlich springt er durch den Stein durch. Wäre ja auch gelacht, wenn er das nicht könnte. So. Fuck. Und da kommt er auch nicht durch. Mega stark. Das ist ja... Ach, ihr dummen Penner da oben. Ich bin gerade so stolz auf mich. Ich bin gerade so stolz auf mich. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Seeleritter sind, glaube ich, 10.000. Und eine Sense. Mann, ich will... Gib mir doch endlich mal eine Magiewaffe, Junge. Also ich muss echt sagen, das Gebiet hier unten hätte auch perfekt funktioniert, wenn du hier nicht so eine eklige Matschplörre hingepackt hättest. Oh, okay, 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 der ist gefährlich. Das ist ganz schlecht. So, der müsste hier einmal um die Ecke kommen. Macht er aber nicht, oder? Oh, er schießt gegen die Wand, Mann. Beeil dich und dodge it. Schade. Er springt. Du dummer Assi, Alter. Also ich meine, Blasts sind nicht das Problem. Wir haben 14 Stück noch. Er springt wieder. Ach du fetter... Hässlicher. Das Problem ist, ich habe keinen. Ich weiß gar nicht. Woher weiß er, dass ich da bin? Die sind doch blind, Alter. So, das ist die perfekte Position. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt darf er nur nicht wieder. Er ist tausendmal besser als der letzte Junge.
Der ist tausendmal stärker als die anderen da hinten. Nein, 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 nein. Er darf jetzt nicht rechts um die Ecke. Das wäre ganz schlecht. Und bitte nicht springen. Genau, das ist in Ordnung. Das darfst du machen. Nur bitte nicht springen. Fuck. Er ist immer noch besser als die Räder, ne? Fuck, er hat gegen die Wand geschossen. Das gefällt mir. Nein, 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 nicht abhauen. Nicht abhauen, nicht abhauen. Gefährlich. So, ein Treffer noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich weiß nicht, ob wir den zweiten noch kriegen, weil wir haben keine Zauberaufladung mehr. Wir haben keine Zauber. Wir haben noch dreimal schwerer Seelenpfeil und viermal großer Chaosfeuerball, aber das wird für den nicht reichen. Ich gehe fast davon aus, dass wir jetzt hier sterben werden und dann nochmal wiederkommen müssen. Er springt gleich, glaube ich. Ich meine, außer wir besiegen ihn gleich im Nahkampf. Gehe ich jetzt aber nicht davon aus, weil wir halt keinen Damage machen werden. Er dodgt mich. So! Ups. Ab jetzt ist Nahkampf angesagt. Mal gucken, wie viel Damage wir machen. Ey, bist du dumm, Alter? Er grabbt mich. Okay. 33, Junge, sehr stark. Grab. Also ich sag mal so. Wenn wir hier jetzt nochmal herkommen, was wir tun werden müssen, ich glaube, wir gehen jetzt aber erstmal leveln. Also bevor ich mich jetzt hier umbringen lasse, was legit gar keinen Sinn macht, gehe ich lieber freiwillig zurück zum Bonfire. Dann können wir nämlich auch direkt unsere Rüstung reparieren. Leveln einmal. Und killen dann ihn. Weil wir sind ja relativ schnell wieder hier. So, einmal hier lang. Alter Junge, wir haben das, wie hell es einfach brennt, Junge. Holy shit, Alter. Die Feuer gehen ja richtig dreckig ab, wenn du die auf plus 20 bringst. So, jetzt gehen wir erstmal retten.
So, Ausrüstung reparieren. Einmal du, einmal du. So, gleich mal noch einen anderen Schild geholt, weil der hier hat, glaube ich, nur... Ah, wait, Graswappenschild. Mit Ausdauer. Stimmt, das haben wir ja irgendwo bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Glaube ich, der beste oder einer der besten Schilde im Game. Hey, Philat, wann sind wir gestorben? War der Death Counter von gerade eben? Oder von wann? Boah, Junge, ist das lächerlich. Ich meine, was mache ich jetzt mit denen? Die rennen mir halt über die komplette fucking Map hinterher. Also das ist wirklich echt so ein Krampf in Dark Souls 1. Wie lange diese Penner die immer hinterher rennen, Alter. Weil mit ein bisschen Glück schmeißen die Äxte dir jetzt runter. Aber nicht dich, ne? Du bist krass, oder? Du bist auch anders. Er ist einfach viel zu dumm, Alter. Er ist einfach viel zu dumm, ihn zu treffen. So, okay, sehr schön. Eine extra Runde gemacht und 2 von 3 abgehängt. So. Jetzt kommt das Schwierigste der ganzen Sache. Jetzt kommt er. Und er geht, glaube ich, übelst ab. Also ich glaube, er ist gar kein Vergleich zu den anderen. Er geht so richtig dreckig ab. Und er ist außer Range. Hey, bleib mal so genau auf der maximalen... Nee, nicht springen. Oh mein Gott, wie weit er springt, Alter.
Oh, das gefällt mir. Das hier? Das hier finde ich richtig gut. Doch, das ist es. Das ist es. Die Frage ist nur, funktioniert es auch mit den großen Seelenfallen? Weil wir haben nur noch drei kleine. Oh fuck! Holy shit, entspann dich mal, Bruder. So, jetzt wird's richtig interessant. Jetzt müssen wir uns ein bisschen umorientieren. Ich überlege, ob ich ihn einmal wieder nach hinten kriechen lasse, damit wir wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Ich glaube, wenn er einmal gut springt und uns trifft, sind wir tot. Also wenn wir einen Fehler machen, sind wir einfach RIP. Genau so. Dann haben wir ein fucking Problem. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Bitte nicht die Wand. Ah, du dummer Assi, Alter. So, kann er sich wieder umdrehen und woanders... Oh, das gefällt mir. Bitte nicht zurück. Nein! Oh, meine Güte, Alter. Er ist so ein Larry, Alter. Wait, what? Durch die Wand? Ich war, das ist super scary, weil ich nicht weiß, in welche Richtung er gerade guckt. Ja, das gefällt mir. Das ist geil. Das ist richtig geil. Komm schon, gleich noch ein. Oh mein Gott, er hat ein HP. Kill ihn. Bitte, bitte, bitte. Schieß. Oh mein Gott, das war... Also er war schon krass, Alter. Die sind auch, wenn du unendlich Platz hast, sind die super easy. Aber hier mit diesen Verwinkelungen und es ist dann doch relativ scary alles hier unten. So, okay. Wir haben nicht mehr allzu viele Zauber. Ich bin am Überlegen, ob wir nochmal zurückgehen oder ob wir jetzt hier weiter rennen. Aber ich glaube, wir müssen noch einmal zurück. Aber wir können auch leveln mit den Seelen, die wir im Inventar haben. Ah, mir ist so warm. So, 14.000 brauchen wir. $14.549. Mal gucken, ob das reicht. Ja, tut's. Sehr schön. So, und jetzt rennen wir durch. Jetzt haben wir alles am Anfang. Ich glaube, ehrlich gesagt, sogar das Schlimmste in dieser kompletten Festung haben wir jetzt schon geschafft.
Weil ich glaube, das waren immer diese Viecher da unten. Und die sind als Nahkämpfer, wenn du irgendwie auf Stärke gehst, A, machst du denen kaum Damage, weil die einfach aus Stein sind. Und B, bist du in ihrer Schlagrange und nicht wie wir. Als Nahkämpfer sind diese Viecher da unten wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann. So, Rache ist süß, Kumpel. War einer hinter mir? Ich glaube nicht, oder? Das ist natürlich auch wieder asoziale Scheiße hier, ne? Lol, den hat's runtergekickt. Sehr schön. Nice. Oh, wait. Die hatte ich vergessen. Das ist jedes Mal wieder aufs Neue geil. Der lebt noch? Wait, what? Ciao. Och Mann, kann er nicht ganz runterfliegen? So, wenn wir das jetzt nochmal machen, sind die, glaube ich, tot. Ja. Wait, what? Easy. So warm. Echt so. Also ich find's, also heute finde ich es wirklich widerlich. Also ich bin auch heute rausgegangen, ich war heute beim Friseur und ich muss sagen, ich habe mich echt umgeguckt, die Luft flimmert und ich dachte mir nur, Alter, eigentlich, ich muss gar nicht irgendwie in Urlaub fahren. Ich habe mich hier schon gefühlt, als wäre ich irgendwo in Afrika. Mir war so heiß auf dem Weg zum Friseur, in der prallen Sonne dahin zu laufen, also sind nur 100 Meter von mir daheim, aber trotzdem. So, er kommt nicht an dieser Kugel vorbei, weil er nicht so schnell ist wie wir. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Kugel abstellen. Und dann wird seine Quest praktisch den nächsten, also dann wechselt er den Standort. Dann führen wir seine Quest ein bisschen fort sozusagen.
So, wenn wir den da rauslocken könnten, das wäre so geil. Dass die Kugel ihn erwischt, aber das macht er nicht mit. Was war das denn, Junge? Wait, what? Go. Sehr stark, Junge. Sehr, sehr stark. Auf einmal rennt er los, Alter. So, was haben wir hier? Hartstahlring. Hartstahlring. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Okay. Boah, ich glaube, ich hole mir mal ganz kurz zwei Cookies. Bis gleich. Alter, wie ist das passiert? Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie oft ich Dark Souls 1 zocken musste, bis ich geschnallt habe, dass die Bodenplatten hier diese Kugeln umlenken. So, jetzt warten wir kurz. Eine noch. Damn. Das hätte nicht sein müssen. So, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Oh mein Gott, ich... Ich dachte, da kommt noch was. Junge, aber was war das auch für eine asoziale Scheiße? Also sie baiten dich legit dahinter, um dir dann da hinten zu zeigen, es gibt keinen Ausweg mehr und der einzige Weg, den du zurück kannst, ist genau der, den die Kugel nimmt und dir derbe auf die Fresse haut. Aber gut, okay. Boah, der war knapp. Der war ekelhaft. Lol, die Falle hat ihn ermordet. So. Der da unten interessiert mich eigentlich gar nicht. Die Frage ist, kommt die Kugel jetzt wieder hier lang? Sieht nicht so aus. Kugel rollt immer noch drin lang. Okay.
Sehr schön. Ich glaube, irgendwo zwischen diesen Stockwerken war noch ein Item. So, und jetzt dürfen wir hier keinen falschen Fehler machen. Nein, er wirft daneben, Junge. Nice. Blitzspeer. Ah. Können wir den benutzen? Einmal Stärke würde uns fehlen. Der hat kein Scaling. Ist gar nicht mal so kacke. Ist einfach Flat Damage. Und Jäger spielt jetzt FF Online. Ja. Sehr, sehr geil. Also, ich find's cool, muss ich sagen. So, wir müssen hier nur rechtzeitig raus. Und zwar hier. Damit wir nicht nach oben in die Stacheln fahren. So. Ich muss sagen, Final Fantasy Online ist für mich ein Game, das ich sehr, sehr gut alleine zocken kann. Aber bitte nicht, nee, okay. Dass ich sehr, sehr gut alleine zocken kann und das auch alleine noch Spaß macht tatsächlich. Und ich mag MMOs, wo ich nicht auf andere angewiesen bin. So, wo will ich jetzt die Kugel hin haben? Wahrscheinlich einfach mal nach draußen, wo sie keinem was tun kann. Ja, bin ich in WoW auch nicht. Verstehe ich den Punkt? Sehe ich ein? Bro, falsche Richtung. Wohin? Na egal. Dann viel Spaß da oben. Jetzt kommt er wieder, ne? Ja. Aber für mich persönlich okay, mit NPCs raiden muss, da sehe ich mich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Aber ich finde, WoW hat seinen Fokus. Also WoW-Story konnte mich noch nie packen, aber ich habe noch nie verstanden, was da abgeht, Junge.
Können wir einfach nur das Item bitte aufheben, ohne darunter zu fallen? Seele Held, Bruder. Final Fantasy hat die Story sehr, sehr gut aufbereitet und erklärt und vertont. Was mich sehr motiviert, dran zu bleiben. Weil WoW war immer so, die Story juckt mich null. Es geht wirklich nur um Gameplay. Leveln, Items etc. Bei Final Fantasy spielt die Story doch eine sehr große Rolle. Was geile Cutscenes und alles. Und das motiviert mich persönlich, wenn ich alleine spiele, mehr wie in einem WoW. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die Faszination des Neuen. Final Fantasy kenne ich noch nicht. Deswegen ist es jetzt grundsätzlich sowieso erstmal spannender als ein WoW, das ich seit 20 Jahren zocke. Darf man auch nicht vergessen. So. You seem quite lucid. I am Logan. I have a bright idea. I'm old and empty-handed. This place is melting my mind. Dann lassen wir Logan mal da raus. Oh, heaven and I'd love to read, but I must log a few things first. Speak with me there. Oh, I'll be along later. Okay, also. Er geht jetzt zum Feuerbandschrein und verkauft uns dann Magie. Was ich sehr, sehr cool finde. Am 22. geht's los. Crazy, ich habe ab dem 23. habe ich Urlaub. Dachte, du hast jetzt Urlaub. Hab ich auch. Ich habe jetzt eine Woche, bin dann wieder 2 Wochen auf Arbeit, bin aber von den 2 Wochen auf Arbeit eine halbe auf Schulung und dann habe ich nochmal 6 Wochen und einen Tag. Da ist ein Item. Das will ich haben. Aber wie? Nein, 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 nein. Und nein! Was für asoziale Scheiße, Junge. Sechs Wochen? Ja, 6 Wochen. Also. Okay. Vilat, nur für dich. Pass auf, wir gehen das jetzt kurz rechnerisch durch. Ganz ehrlich, interessiert mich auch persönlich mal, wie viel Urlaub ich im Jahr habe. Ich war im Jahr 2024 bereits 5 Wochen zu Hause. Urlaub, nicht krank. 5 Wochen war ich schon daheim. Ich habe eine 36-Stunden-Woche. Ich habe jetzt 475 Überstunden. Geteilt durch eine 36-Stunden-Woche. Das sind 13 Wochen. 13 Wochen sind es. So. Dann habe ich auch noch 30 Urlaubstage. Ich habe noch keinen einzigen Urlaubstag genommen dieses Jahr. 30 Urlaubstage sind 30 durch 5 ist 6. Sind 6 Wochen. Plus 6 Wochen. Sind 19 Wochen. Plus die 5 Wochen, die ich dieses Jahr schon zu Hause war, sind 24,19 Wochen. Das heißt, ich arbeite ungefähr das halbe Jahr. Das andere halbe Jahr bin ich daheim. Ups, das wollte ich nicht.
Und ich bin froh, dass ich meine 32 Tage Urlaub habe. Naja, was du nicht vergessen darfst, Filat, die Überstunden kommen ja auch nicht von allein. Problem ist einfach nur, ich habe halt fucking insane viel zu tun auf Arbeit und ich komme nicht pünktlich raus, selbst wenn ich wollte. Auf der anderen Seite sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Wenn ich sowieso den Fahrtweg auf Arbeit habe, dann bleibe ich lieber den Tag, den ich sowieso auf Arbeit bin, länger. Und habe dafür einen anderen Tag komplett frei. Weißt du, wie ich meine? Also dann, ich bin ja eh schon auf Arbeit. Ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie... What? Okay. Und den Tag, an dem ich eh schon auf Arbeit bin, wo ich mich schon angezogen habe für die Arbeit, wo ich schon... Warte mal, da ist noch ein Item, Junge. Wo ich den Fahrtweg schon hatte und alles. Ob ich den dann eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden länger bleib oder nicht? Oh fuck, das wird ekelhaft. Das ist mir dann am Ende vom Tag irgendwie auch egal. Yo, MAX, was geht? Mann! Ey, da kommt eine halbe Stunde keine Kugel, Alter. Und dann denke ich mir, gut, dann geht die wahrscheinlich woanders lang. Und in der Sekunde, wo ich da rauslaufe, Alter, kommt diese Fickkugel, Alter. Das kann doch nicht sein, Junge. Ich tilte, Alter. Ich tilte aus dem Leben. Dieser Kackburg hier. Fragen habe jetzt auch schon knapp 160 Überstunden, aber die sind für den Winter. Naja, das Gute ist, ich weiß, im Winter habe ich wieder neue Überstunden. Weil, wie gesagt, ich habe eine 36-Stunden-Woche und bin 50 Stunden jede Woche da. Kannst dir ausrechnen. Das heißt, ich baue pro Woche 2 bis 3 Tage Überstunden auf. Das heißt, theoretisch könnte ich jede Woche Donnerstag und Freitag freinehmen. Hab eine 40-Stunden-Woche. Ja, ist ja auch normal. Wir haben halt 36. Das haben die irgendwann mal ausgehandelt. 36-Stunden-Woche. Mein Vater hat 50. Ja, ich habe auch 50. Also wie gesagt, offiziell habe ich 36, aber effektiv habe ich 50. Weil ich jede Woche halt 50 Stunden auf Arbeit bin. Einfach um meinen Scheiß zu erledigen. Weil es in weniger nicht geht. Mein Vater macht unbezahlte Überstunden. Auf gar keinen Fall. Würde ich niemals tun. Ich weiß, ich bin fucking verwöhnt und manchmal geht es vielleicht nicht anders oder keine Ahnung was, aber never ever. Never, never ever würde ich bezahlte Überstunden machen. Oder Überstunden, die ich dann der Firma schenke, so nach dem Motto, ich stempel ab und arbeite weiter. Da wäre ich so hart nicht am Start. Hey, willst du mir erzählen, dass die Kugel jetzt wieder hier lang rollt?
ist so dumm irgendwie, ne? Das ist einfach... Hey, Bro, guck mal. See ya. Lamberge. Kein Stück, die Firma schenkt mir auch nichts. Genau so sieht es nämlich aus. Also ich sag ehrlich, wenn du in so einem kleinen Familienunternehmen bist, wo alle cool sind, wo du mit dem Chef cool bist, wo der Chef dir irgendwie an Weihnachten mal 300 Euro in die Hand steckt und sagt, hey, komm hier, kauf dir was Schönes unter der Hand. Lass gut sein. Genieß das Geld. Wir haben gut Plus gemacht das Jahr. Weißt du, nach dem Motto, sag ich, okay, ganz ehrlich, wenn mal Land unter ist, dann bleibe ich auch mal 14 Stunden einen Tag da, obwohl du nur 11 pro Tag arbeiten darfst, wegen Arbeitsschutzgesetz. Dann stempel ich auch mal ab und schaffe noch 3 Stunden weiter. In so einer Firma, wo wirklich jeder für jeden arbeitet und alle ein Team sind. Aber in einer fucking Firma, die dir nichts schenkt, die dich auch pickt, wo es geht. Alter, ganz ehrlich, warum soll ich irgendwie meine eigene Zeit oder sonst was investieren? Nee. Oh mein Gott, Junge. Nee, seh ich irgendwo nicht ein. Fühle ich gar nicht. So, okay, Kugel fliegt jetzt nach draußen, wo sie keinen stören kann. So, hier war nichts mehr, nee. In so einer Firma arbeite ich und ich bleibe auch länger, wenn es sein muss. Ich bleibe auch länger, aber so wie du sagst, nicht unbezahlt. Entweder bezahlen sie mir das, was ich länger bleibe, oder ich kriege Überstunden und nehme mir irgendwann einen Tag frei. Oder 6 Wochen und einen Tag. Ich sag dir, wie es ist, wenn mein Chef mich sonntags anruft und sagt, hier brennt die Hütte, kannst du vorbeikommen? Dann komme ich auch. Aber wie gesagt, ich lasse mir das dann vergüten. So, jetzt müssen wir da runterspringen, ne? Weil da ein Item ist. Boah, da ist auch nochmal so ein Viech. Das kann doch nicht sein, Alter. Hey, entspann dich. Nein! Ich glaube, das war die falsche Stelle zum Runterspringen. Was war das? Keine Ahnung, ich bin irgendwie von dieser Kante runtergeglitscht. Ich bin an der falschen Stelle runtergesprungen. Das Gute ist, wenn ich die 180 Überstunden voll habe und die denken, ich nächsten Monat... Okay, den Satz verstehe ich nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Das war... Oh mein Gott, das war lucky. Lies doch richtig, das ist gerade ein bisschen schwer, ne? See ya. Das Gute ist, wenn ich die 180 Überstunden voll habe und die denke ich, habe ich nächsten Monat, gibt es mehr Geld. Junge, das Problem ist, wenn du halt mal ein Satzzeichen benutzen würdest,
dann hätte sich der Satz so problemlos lesen lassen, ohne dass ich 7 epileptische Anfälle dabei bekomme. Aber einfach Wort nach Wort ohne Satzzeichen hat das Ganze einfach super anstrengend gemacht, Junge. Ich weiß, ich hab's jetzt verstanden. Ich hab's jetzt verstanden, was du meinst. Alter, er will mich komplett verarschen, ne? Das wird ekelhaft. So. Satzzeichen kann jeder. Na gut. Du das sagst. So. Da wären wir wieder. Okay, du stirbst jetzt als erstes Mal. Ey, nein, 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 nein. Na, mit dir habe ich gar keinen Stress. Nein! Wie der da durchrennt! Tja! So. Komm ich da runter? Ich check's nicht. Ah, ich weiß wie. Da, wo er herkam, hier geht's, glaube ich, runter. Ja. Da sehe ich mich. Ja. Ja. So, jetzt rennt hier irgend so ein Penner rum. Oder auch nicht. Wo ist denn der jetzt? Hey, hey, hey. Ganz entspannt bleiben. Wer auch immer das war, Junge. Ich sehe niemanden, aber ich weiß, dass du da bist. So. Wappenring ruhender Drache. Wappenring ruhender Drache. Träger verursacht keine Geräusche. Auch interessant. Ey, Junge. Von wo? Da. Du kleiner Knecht. So, da unten waren wir schon. Das war da, wo die Titanit-Dämonen waren. Da müssen wir nicht nochmal hin. Außer da gäbe es noch irgendwas, aber sieht nicht. Ich schwöre, ich werde da hochkommen und ich werde dich ficken, Alter. Achso, warte mal, ganz dumme Frage. Wie komme ich denn hier wieder weg? So, wir bleiben mal kurz hier in Sicherheit stehen. Also. Das Gute ist, wenn ich die 180 Überstunden voll habe und die denke. Ich habe ich nächsten Monat. Gibt es mehr Geld? Vielen Dank, Filat. Sehr, sehr freundlich, dass du Satzzeichen benutzt hast. Dieser Satz hat sich exorbitant angenehm lesen lassen. Ein Glück, dass wir alle zivilisiert sind und Kommas benutzen. Vielen Dank dafür. Ich habe über dieses Jahr noch 43 Urlaubstage. Stimmt, Madnix, weil du lange krank warst, oder? Kann das sein? Hast du irgendwie noch die Urlaubstage vom letzten Jahr oder irgendwie sowas war doch da. Ja. Ich lasse mich nicht nochmal verarschen. Ich weiß, dass diese Dreckskugel jetzt hier langkommt. Es ist so dumm, ne? Jetzt kommt die doch nicht hier.
Mehr Satzzeichen bekommst du nicht von mir. Deal with it. Ich hätte eigentlich gerne noch so ein paar Semikolons. Und vielleicht ein paar Accents. Oh Junge, Französisch in der Schule, Alter. Accent aigu, accent sur ton grave. Ich weiß nicht, wie die ganze Scheiße heißt, Alter. Über jedem Wort hast du 17 bekackte Zipfel und Haken, Alter, über jedem Vokal. Holy shit, Alter. Es war super anstrengend. So, da unten waren wir. Da oben bist du. Dich können wir eigentlich kurz kaputt machen, ne? Bevor du mir noch auf den Sack gehst irgendwie. Okay, das war einer zu viel, aber ist egal. Oh shit, er schlägt zweimal zu. Er schlägt immer noch zweimal zu. Das habe ich geschildet, Alter. Ciao. What? Also, dafür wir brauchen tatsächlich irgendwie eine andere Lösung für die Zeit, wenn wir nicht zaubern. Madnix, vielen Dank. So habe ich mir das vorgestellt. Lila hat viel Spaß beim Blumengießen. Genau, bitte alle einfach an den Satzzeichen bei Madnix bedienen und bitte in eure... Hey, was geht? Bitte in eure Sätze mit einfließen lassen. Also es gibt so ein paar Stellen, die so abgefuckt waren als Nahkämpfer, als Melee. Und wo ich mir als Mage denke, Alter, ist das geil, ne? Also hier, du kannst ja, wenn du Nahkämpfer bist, du gehst auf Stärke. Der steht da links ja einfach und du kannst nichts machen. Kannst vielleicht einen Bogen rausholen, den Bogen irgendwie bekämpfen. Aber du kannst effektiv nichts machen. So. Machst einen Kurs weg mit Magie. Fertig, aus. Als ob hier nichts ist. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich glaube, da konntest du runterspringen. Ich glaube aber, da unten war gar nichts. Da war nada. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und das Problem ist, normal wird dir das... Ich glaube, da waren Nachrichten auf dem Boden, dass hier nur Scheiße ist. Aber da wir offline spielen, sehe ich das jetzt nicht. Wir gehen aber jetzt erstmal zum Bonfire und dann springen wir da auf Risiko runter. Weil ich habe keinen Bock, diese Kacke jetzt nochmal zu machen. Ich will jetzt einfach nur noch das Bonfire hier oben haben. Holy shit, we did it. Junge, super anstrengend. Das war super, super anstrengend. Moin. Ayu Sol. Ist das richtig? Ayu Sol. Weil ich wüsste nicht, wie ich es anders aussprechen soll. Aber er kann ja auch nichts. Wer kann auch nichts? Wie du willst? Okay. Also auf was bezogen? Er kann auch nichts. Wen meinst du? So. Der Schlangenmann, der macht ja nichts. Ja, naja, der schießt halt mit seinen Blitzen auf dich. Das kann schon relativ nervig sein. So, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und wir sind wieder hier.
Wir sind wieder hier. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt eine Sache machen, die ich sehr selten mache, aber jetzt ist an der Zeit. Heimkehrknochen. Nein! Oh no! Ach nee, Junge! Warum bin ich so? Ich hab's nicht. Oh, ich hab's nur angezündet. Ich hab mich nicht hingesetzt, Alter. Ich bin so ein Schmalzkind, Alter. Ach, fuck. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wenn ich gestorben wäre, wäre ich ja auch am falschen Bonfire wieder rausgekommen. Weil ich es nur angezündet habe und danach habe ich mich nicht hingesetzt. Ach Mann, ich bin so kacke, Alter. Moin, Rufug! Na du? Wie geht's dir? Armer Jäger, ja, ist kein Scheiß, Alter, ist wirklich so, ne? Das ist schon ultra nervig. Kann ich da drüber rollen? Nee, kann ich nicht. Also das ist jetzt schon bodenlos. So, mal gucken, ob wir es schaffen. Nice. Er kriegt auf die Fresse. Oder auch nicht. So, und wenn wir jetzt den links mal leben lassen. Jetzt wollte ich zu viel. Jetzt hatte ich so keinen Bock mehr, das nochmal zu machen, dass ich mehr wollte, als geht. Und wenn du in Dark Souls ungeduldig wirst, was passiert? Du stirbst. Musst dein Handy neu starten, WB Max. Stark? Ja, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich bin gerade so getiltet innerlich, weil einfach, wir haben es ja schon geschafft. Also ich weiß nicht, ob du da warst, Max. Wir waren am nächsten Bonfire. Ich habe es angezündet. Habe mich danach aber nicht hingesetzt. Und dadurch sind wir, weil ich hab's nur entfacht. Ich habe mich aber nicht hingesetzt und dadurch sind wir nach dem Tod, beziehungsweise ich habe einen Heimkehrknochen benutzt und dadurch sind wir nicht an diesem Bonfire rausgekommen, sondern wieder an dem wir angefangen haben. Weil ich einfach ein kleines Schmandkind bin, Alter. Da war ich gerade weg, ja. Ayoso, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream.
Der war... Ich dachte dreimal, dass ich sterbe, Alter. Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht mehr, Alter. Das war ja nur crazy. So. Wir machen das jetzt hier auf ganz, ganz, ganz entspannter Basis. So, dich pull ich, oder? Du kommst jetzt hierher. Ja. Dann fangen wir mit dir mal an. So, locker flockig. Dann kommst du. Wir spielen das jetzt safe runter. Spielen das ganz safe jetzt hier runter. So, mach was. Zack. Und zack. Und zack. Und ciao. So. Und dann rennen wir hier auch nicht rein, wie bekloppt. Sondern du stirbst erstmal. So. Und jetzt müssen wir es nur noch durch diese komischen Messer hier schaffen. Ich bin ehrlich, der Druck ist gerade schon crazy, ne? Weil ich so gar keinen Bock habe, jetzt hier nochmal zu sterben. Bin so stolz auf mich. So. Sehr schön. Dann können wir endlich hier weitermachen. Schaue ich nur gerade mal. Das war nicht der Plan. Das war wieder reingetappt. Wir machen in der nächsten Folge hier weiter. In der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich darum, hier noch ein bisschen aufzuräumen, ihn zu klatschen, ein paar Items zu sammeln und wahrscheinlich letztlich gegen den Eisengolem. Bis zum nächsten Mal.